people. Ich bin's, Mikey, euer Unstable Stylist. People, welcome back to my channel. Ihr seht ja immer, wie ich anderen Leuten die Haare färbe. Jetzt färbe ich. Nee. Werden dir die Haare gefärbt? I'm allergic to something. Oh my God. Okay, jetzt werden mir aber die Haare gefärbt von Miss Kelly. Ich würde jetzt die Kamera ein bisschen auf sie schwenken, aber sie hat gerade keine Hose an. Das klingt nicht so, wie es gerade klingt. Warte. Wir sind doch verheiratet, das ist okay. So. Sie hat sich verbrannt mit dem Föhn und hat sich jetzt mit Aloe Vera eingerieben. Ich hasse ihren Föhn. Ja, der ist von Chibo, der hat nur 20 Euro gekostet. Der arbeitet wie 11,99. Nein, 7,99. Das Ding ist, der Föhn, wenn du den ausmachst beim Föhnen, dann geht der erstmal nicht an. Dann musst du den in den Kühlschrank stellen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Brandwunde sieht aus wie so ein, wie nennt man das an den Schiffen, diese Steuer. Ich blende jetzt mal deine Story ein. Ich zieh gerade meine Hose raus. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Mein Gedanke ist, ich weiß gar nicht, warum ich diese Idee hatte, meine Haare zu färben. Es gibt eigentlich einen Grund, weil jedes Mal, wenn ich zu jemandem sage, lass uns die Haare grün machen, keiner möchte grüne Haare. Machst du grüne Haare? Nein, nicht heute. Du willst selber nicht machen. Doch, eigentlich schon, aber ich möchte jetzt erstmal was testen. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Natural Blonde und den möchte ich heute mal. Oh my God, what the fuck? It's like swelling up. I'm allergic to concealer. Oder so. Und ich möchte so ein Natural Aschblond, also den hellsten Naturton, der so aschig ist, wenn es irgendwie Sinn macht. Dafür müssen wir aber erstmal blondieren. Das werden wir machen. Ich bin zurzeit der ikonischste Friseur der Welt. Und zwar, ich habe keine Pinsel. Weil ich die alle zu Kerl rübergebracht habe, weil ich halt nicht mehr professionell färbe mehr. Hör mal. Das heißt, ich vermische das jetzt. Mikey, wie viele Kerle hast du schon in diesem Bett gebumst? Oh mein Gott. Ich krieg gerade einen Nervenzusammenbruch, weil ich habe keine Waage irgendwie. Ich besitze auch keine Pinsel. Weißt du, Mikey? Ja. I'm the unstable stylist. Versteck dich nicht immer hinter deinem Namen. Doch, das ist ja auch der Grund, warum ich den ausgesucht habe. Mach das nicht so wie ich gerade, weil ich mache das einfach nach Auge. Und wenn ihr das normalerweise so macht oder ihr einen Friseur habt, der das auch so macht, dann passiert Boom. So wie in meinem Gehirn. Let us use... Wow. That was the karma of making that video against James Charles. Denkst du, du kannst das nach Augenmaß? I think so. Don't inhale it. This video sollte eigentlich heißen, alles, was man nicht beim Färben machen sollte. Ja, so, also ihr könnt jetzt lernen, alles, was man nicht machen sollte. Mit einem Metallding anrühren zum Beispiel. Also kein Tutorial. Nee, das sollt ihr gar nicht befolgen, Leute. Wenn ich andere Leute die Haare färbe, dann habe ich Regeln. Wenn ich meine Haare färbe, I don't have time for that shit. So, ich versuche dir mit meinen Händen Schein. Ganz ehrlich, wenn die Farbe gut aussehen wird, bin ich Maestro. Kurz also willst du erklären, was du da gerade machst? Du trennst gerade ab, ich trenne jetzt deinen Scheitel ab, damit ich es schön gleichmäßig bleachen kann, deine Haare. Erstmal hier vorne, weil da sind deine Haare ein bisschen länger. Dann mache ich hier so schön bis zum Ende, massiere das so ein bisschen ein. Okay. Also ich muss ja sagen, Mikey färbt mir jahrelang schon die Haare. Also ich bin halt echt auch schon Profi, ne? Muss man halt jetzt mal ganz ehrlich auch so sagen. Hammer. Das kann nie keiner verleugnen. Also deine Ausbildung ist bei The Unstable Stylist. Das heißt, wenn du irgendwann... Es hört sich nicht so gut an, aber es ist gut. Okay, Leute. Scheitel nehme ich rüberziehen. Ich fange mit dieser Seite an. Es tut nicht weh, alles gut. Vielleicht fallen dir ein paar Haare raus. Das macht aber nichts. Das ist ganz normal beim Bleachen. Ich mache sehr viel Bleach auch wirklich drauf, weil es muss ordentlich weggebleached werden, das ganze Leben aus den Haaren. Aha. Leben brauchen wir nicht mit Haare. So, jetzt massiere ich das hier so ein bisschen ein, ja. Aha. Auch ganz wichtig, die Stirn mit bleachen, damit ein schöner Übergang entsteht. Und das Foundation da abgeht, genau. Sonst sieht es nicht so aus, ob man beim Friseur genau, war. Genau, ja, man muss da komplett verschmiert rauskommen. Mhm. So, und jetzt machen wir uns an die hinteren Haare, die sind ein bisschen einfacher, weil die stehen hier einfach nur so ab. Da klatschen wir das einfach schön drauf hier.
So, und match, match, match. Massieren das hier schön ein. Natürlich achte ich darauf, dass alles schön gleichmäßig verteilt ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Augenbrauen mit bleachen. Ich habe mir das eigentlich überlegt. Doch, und ich bleachen deine Augen. Ich wollte das auch machen, aber das Problem ist, ich habe keine Farbe dafür. Ich wollte eigentlich die Farbe mitkaufen, aber ich habe das vergessen. Oh, ich mache das im Nachhinein. Das machen wir nächstes Mal. Okay. Leute, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und sehen wollt, wie ich Maike die Augenbrauen bleache, dann, ja, gebt einen Daumen hoch und lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare, bitte bleache Maikis Augenbrauen. Oh, jetzt sind wir auch schon fast fertig mit dem Bleach. Kann sein, dass ihr ein bisschen erstickt, aber das ist das Leben. Das ist okay. Manchmal kommt man in brenzliche Situationen, da fühlt man sich, als ob man erstickt und hat eine Panikattacke. Gerade wenn ihr YouTuber seid und gestalkt werdet permanent, aber... Das ist gerade Therapie-Session für dich. Das überleben wir alle. Guck mal, wenn ich eine Friseurin wäre, ich würde eher deine bei meinen Therapie. Kunden so nicht die sein, die therapiert, sondern die therapiert wird. Weil das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass da Leute nicht von mir weglaufen können, wenn ich über meine Psychoprobleme rede. Es gibt ja solche Friseure, ne? Die erzählen über sich. Muss eigentlich so ein Video mal in Arten von Friseuren. Musst du echt machen. So, das ist jetzt eine Stunde, Kerl. Ich wash das jetzt raus. Ich hoffe, wir sind jetzt wirklich bei den Level 9. Ich hasse Bleaches, die so blau sind, weil man sieht nicht den Ton darunter. Und mittlerweile gibt es das so eine Reputation, dass wenn Bleach weiß ist, dann ist es Billow Bleach. But actually, I love the... White Bleach, because I can see the tone underneath. Ich habe jetzt, schwöre ja, noch nicht mich angeguckt. Ich habe nach dem Waschen einfach diese gemacht, okay? Also alle werden jetzt, wollt ihr nicht alle irgendwie so zu dritt irgendwie, damit die Reaction real wird? Okay, eins, hast zwei. Hast du Angst? Nö, drei. Sagen. Oh, fass mal an. Oh, wow. Also hat Kelly sehr schön gebleached, muss ich sagen. Ja, aber jetzt die muss Haare man noch abmattieren, oder? Ja. Krass. Sieht man, ne? Man sieht so, ganz unten ist noch so ein kleiner schwarzer Punkt. Punkt. Oh, das sieht wo deine Haarwurzel ist. Aus. Ich habe gerade realisiert, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich den falschen Ton gekauft. Das Ding ist, guck mal, ich habe ja so für mich eingekauft, ne? Und das heißt auch, ich habe einfach drauf geschissen. Ich habe so den hier gemacht. Ich war nur 5 Minuten im Farbladen. Und ich habe mir nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich glaube... Es wird gut. Was für ein Ton? Blond? Ja, aber normalerweise, ich benutze ja nie eine Tube. Ich mische ja immer. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt den pinken Unterton noch nicht mit eingebaut, um den perfekten... wird schon. Digga, digga. Wow, jetzt hast du echt Pikachu-Farbe. Du hast jetzt eine Abmattierung ausgesucht. Ich weiß zwar nicht, welche Farbe ich da ausgesucht habe, aber okay. Wie trägst du das jetzt auf? Ich mache das wieder mit Scheitel. Ich habe meine Wangen extra pink gemacht, damit es so Pika-Effekt hat. Oh, digga, der Pikachu digga. Stirbt jetzt. Mit deinem Make-up-Pinsel, ja, den ich hier keinen zum Pinsel. Auftragen benutze. Unprofessional. Das letzte Mal, als du meine Haare gefärbt hast, hast du richtig professional Sachen gehabt, ne? Stimmt, das war ja noch in Berlin. Haben wir das eigentlich für meinen Channel oder für deinen Channel gemacht? Du hast es auf deinen Channel gemacht, meine Haare, und ich habe deine Haare auf meinen Channel gemacht. Aber wie betrunken wir waren in diesem Video, ne? Ja, das wir war haben sehr viel Woche. Champagner getrunken. Mach das nicht nach, Leute. Du weißt ja noch, wo du meinst, wir sind jetzt bei Flasche. Ja, der hat die ganze Zeit irgendwie so Moët zu Hause gehabt. Woher weiß ich, welchen Schwanz er gelutscht hat, dass er so viele Flaschen Moët hatte. Also, das war schlecht. I love Henrik. Also Kelly hat eine neue Circular Motion Technik benutzt. Sie hat auch eine eigene Pinsel, also sie hat ihr eigene Haarpinsel. Ja, den das könnt ihr kaufen und ja. Kelly's Ratchet Saloon. Hat das so einen Sinn, diesen Pinsel? Ja, also das ist Circular Motion. Ja, damit man mit dem gut Circular Motion machen kann und Circular wirklich die Haarwurzel von jeder Seite bemalen kann. Ah, und das ist das Le Guisson de la Chisselle, ja? Genau. Wie lange muss es einwirken? Hier die Ex-Variante. Ich glaube 20 Minuten auch. Jetzt. Genau 20 Minuten, sage ich auch. Ah ja, okay. It's pretty. Warum habe ich so viel Licht auf einmal? Darling, you look gorgeous. Ich habe ein bisschen weiter entfernt von dem Licht. Wow, I like it. Das ist so Natur-Aschblond mit so ein bisschen Gelb noch so ein das bisschen ist durch. Schön. Oh, ich habe einen richtig guten Job gemacht. Ja. You look beautiful. Bist du so ein 360 Grad Maike? Ja. Deren, 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 deren.
Ich filme noch Annikas Reaction. Annika, darling, open the door and look at me. Das sieht aus wie vorher. Das ist ja nicht blond. Doch, das ist aschblond. Davor war gelb. Hey, ich finde schon ganz cool. Geh mal ins Licht. Hey, ich finde es voll schön. Ja, ist doch geil. Ja. Das meine ich auch. Ich will deine Reaction filmen. Das und das ist die Reaction. Ja, das ist voll schön. Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, es wird blonder. Die weiß so. Nein, das mache ich später. Kerl, bist du stolz auf deine Arbeit? Ich ja, sehe ein bisschen sehr so. Ich bin stolz. Ich finde, ich habe die Farbe sehr gut getroffen. Das steht dir sehr gut. Ja, gut. So eine ausführliche Analyse habe ich jetzt nicht gemacht. Ich kann mir natürlich auf die einzelnen Farbabstufungen noch eingehen, die ich in diese Haare eingebaut habe, damit sie den natürlichen Look haben, den sie verdienen und der auf den Kopf von dir gehört. Aber das erspare ich euch jetzt mal. Es sieht einfach bellissimo. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das findet und was ich als nächste Farbe machen soll, weil ich möchte irgendwie alle Farben machen. Und ja. Bye!